weiter im Programm und damit zu einem Beitrag, den sich der eine oder andere vielleicht schon vorgemerkt hat. Die Dokumentation Ostfernsehen ist ja auch eine letzte Gelegenheit zu einem Rückblick auf 39 Jahre Adlershof. Die Geschichte dieses Senders, so die Autoren Lutz Herden und Mario Manz, soll vor seinem Ende weder aufgearbeitet noch abgerechnet werden. Vielmehr sind wir eingeladen zu gemeinsamen Erinnerungen, zu einem Blick hinter die Kulissen und zu einem Wiedersehen mit großen und kleinen Telestars. Und die belastenden Aufnahmen, die finden wir. Und dazu reicht es aus, wenn wir uns Ausschnitte ansehen, klar? Ach so, ja. Na los, los, los. Dann mal Tempo. Schnattchen starte und du, Mischka, auf deinen Posten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Die Frage stellen, wo das enden wird, wenn das in Westdeutschland so weitergeht. Guten Abend, liebe Freunde und die werte Hörgemeinde. Die Nacht ist viel zu schön, nach Hause zu gehen. Ich Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Vom Institut für Bekleidungskultur entworfen, werden die Kleider von Bäuerinnen vorgeführt und kritisch begutachtet. Pyongyang, die Hauptstadt der koreanischen Demokratischen Volksrepublik. Nanu, nanu! Ein erlösender Schrei! Erich Hagen traf als erster ein. Taktisch klug ging der Gewehrfahrer der Nunen. Sind hier zwei deutsche Staaten. Ein Kapitalisten und ein Sozialist. Liebe Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Das Zentralkomitee. Letzter Akt in Adlershof. Aber es gibt kein Finale, kein letztes Solo, keinen Schlussgesang, keinen Applaus. Der Saal ist leer. Nur ein letzter Vorhang ist geblieben, ein letzter, der endgültige. Per 31. Dezember 1991 wird es genau 39 Jahre und 10 Tage Fernsehen aus Adlershof gegeben haben. Diese Anstalt stirbt jünger, als die DDR alt geworden ist und hat den versunkenen Staat doch um ganze 15 Monate überlebt. Was nun? Eine Chronik? Ein Tribunal? Ein Requiem? Ein Tritt in den Spiegel? Gegen das eigene Spiegelbild? Am 21. Dezember 1952 weiß die Menschheit um eine stalinsche Perspektive. Neues Deutschland feiert den 73. Geburtstag des Generalissimus und es ist Weihnachtszeit. Die laufenden Lebensmittelimporte aus der Sowjetunion und den Volksdemokratien sind zu Weihnachten besonders willkommen. Und diese im Rostocker Hafen eintreffenden polnischen Gänse hinterlassen einen stärkeren Eindruck als alle Rias-Enten zusammengenommen. Hummel über den Weihnachtsmarkt. Anziehungspunkt für die Berliner in der Vorweihnachtszeit auf dem Marx-Engels-Platz. Wie wär's mit einem Brathuhn? Ein guter Tropfen danach und dann geht man durch die wärmespendende Infrarotstraße. Fast unbemerkt wird an diesem 21. Dezember 1952 ein, wie es sich offiziell betitelt findet, Zentrallaboratorium des Rundfunks in Berlin-Adlershof eingeweiht. Für das Territorium der DDR beginnt ein Fernsehprogramm auf Probe.
Die Wochenzeitung Unser Rundfunk riskiert einen ersten Programmausdruck. Sie wagt das für etwa 400 bis 500 Zuschauer, denen Intendant Hermann Zilles persönlich den ersten Fernsehabend eröffnet. Sein Programm erspart sich Völlerei, aber immerhin Margit Schaumaker kann gegen 20 Uhr die Uraufführung der aktuellen Kamera ansagen, die jedoch noch kläglich im Heckwasser des vom Fernsehen übernommenen DEFA-Augenzeugen dahin dümpelt. Fangen wir also gleich hier an. Das ist Meilreich, der Ansageraum. Die Tonübertragung erfolgt bei uns nach dem gleichen Prinzip wie beim Rundfunk. Und hier, hinter diesem Vorhang, haben wir eine Tafel, an der wir Karten und Prospekte für Vorträge anbringen können. Und das ist eine Fernsehkamera. Ach, Sie glaubten, ich sei immer allein? Nein, unser Kollege Kameramann ist immer in meiner Nähe. Zumindest bei der Sendung. Natürlich nur bei der Sendung, Kollege. Es wurde sehr viel experimentiert. Es gab ja keinen Beruf Fernsehjournalist oder Fernsehmacher, sondern die Leute kamen vom Rundfunk, sie kamen von den Theatern, sie kamen vom Film, sie kamen aus den verschiedensten anderen Berufen. Und es dauerte seine Zeit, bis man eine eigene Sprache gefunden hat. Der Kommentar eines Fachblattes vom Januar 1953 bescheinigt Adlershof, in kurzer Zeit Unerhörtes geleistet zu haben, und dies in aller Stille. Tatsächlich, ein auffallendes öffentliches Interesse wird dem Fernsehversuch per Absicht oder Zufall nicht zuteil. Sendeausfälle, fehlende Empfänger und Reichweiten adeln das Unternehmen kaum. Doch unverdrossen wehrt sich Adlershof gegen anfängliche Bedeutungslosigkeit und bereichert jenen 21. Dezember 1952 um ein pikantes Detail. Nicht nur der Genius im Kreml feiert Geburtstag, auch Heinz Adamek, der diesem Fernsehen 35 Jahre vorstehen soll. Der Kleine wird er genannt, nicht gerufen. 1921 in Thüringen geboren, ist er ab Frühjahr 1952 als Personalchef für das entstehende Fernsehzentrum zuständig. Mitte 1954 löst Adamek den ersten Intendanten Hermann Zilles ab und wird für fast 3,5 Jahrzehnte nicht amtsmüde. Ein Durchmarsch im Chefsessel, wie nirgendwo sonst bei einem europäischen Fernsehsender. Das einzig auffindbare Filmdokument von Hermann Zilles, Adameks Vorgänger. Ein gebürtiger Kölner, seit 1930 KPD-Mitglied, Häftling in Buchenwald. Er kommt vom Rundfunk, wo er stellvertretender Intendant war. Zilles gilt durch kurzzeitiges Exil in Holland als Westemigrant. Das erzwingt seine Demission in Adlershof, den Wechsel zum Feuilleton der Berliner Zeitung. Er stirbt im April 1956. Ernst Augustin, der schon an ersten Sendeexperimenten ab 1930 in Deutschland beteiligt war. Der Fernsehpionier muss damit zurechtkommen, dass Adlershof de facto ohne technisches Hinterland entsteht. Die gesamte Fernsehindustrie liegt in den Westsektoren Berlins. Eine eigene Produktion in Radeberg oder Schöneweide beginnt erst. Was sie hervorbringt, nennt sich Modell Leningrad oder Rembrandt oder Studiokamera QP9. In Design und Größe voller Zeitgeist. Modenschau auf der LPG in Weißenschirmbach. Vom Institut für Bekleidungskultur entworfen werden die Kleider von Bäuerinnen vorgeführt und kritisch begutachtet. Eine praktische Sommerkombination für Haus- und Hofarbeiten. Ein Kleid für den Stall. Der Schürzenrock mit Gummiträgern ermöglicht Bewegungsfreiheit und die ungewöhnliche Kopfbedeckung soll das Gesicht beim Melken schützen. It's Showtime. Das Varieté hat ausgesorgt. Das Fernsehen nimmt sich ernsthaft, schwerblütiger und gediegen. Sein Glanz kommt vom Kino, seine Würde vom Theater. Zur ersten Fernsehweihnacht liest 1952 Eduard von Winterstein aus Feuchtwangers Goya und spielt auch gleich einmal beim Deutschen Fernsehfunk. So. Aber den Landboten, den kennt er doch. Oh,
kenne viele Boten. Lehrer Mutzenbecher weicht nicht aus. Ihr wisst, dass ich von einer verbotenen Schrift spreche. Ihr gehe ich nach. Und warum gerade in meinem Hause? Ihr sagt das doch selbst. Meinesgleichen müsst ihr vieles wissen. Ihr trinkt ja gar nicht. Trauriges Geschäft habt ihr. Traurig? Nein. Schwer. Und schlecht gelohnt. Das wundert mich. Wintersteins Ruhm begründet über Spielzeiten hinweg seine Darstellung des Nathan am Deutschen Theater. Adlershof wirft sich in den Staub und verfolgt den alten Herrn bis in die Theaterpause. Es muss doch eigentlich schön sein, Herr von Winterstein, dass Sie gewissermaßen als eine Krönung dieses so reichen Bühnenlebens nun diese Rolle gestalten vor einem ganz neuen Publikum, vor einem Publikum, das aufgeschlossenen Herzens diesen großen Ideen der Menschlichkeit folgt. Nun, und wie es Ihnen folgt, das haben unsere Zuschauer, das haben Sie selbst über die Rampe herüber gerade eben erlebt. Es kommt ja noch eins dazu, ganz davon abgesehen von diesem Publikum unserer Zeit, dieses Stück Nathan der Weise war ja eigentlich nie so aktuell wie heute. Die Fernsehdramatik in den frühen Jahren versucht sich an den Klassikern, übernimmt Theaterinszenierungen und sendet von der ersten bis zur letzten Minute live. Aufzeichnungen gibt es noch nicht. Ab 1954 wird in diesem Studio Fernsehtheater gespielt. 8 Jahre später bekommt es die aktuelle Kamera reklamiert und wird nicht mehr weichen. Die einzige Fernsehinszenierung Brechts muss noch ohne diese Bühne auskommen. Die Bildschirmfassung der Carrà findet außerhaus statt. Das Stück über Anpassung und Widerstand im Spanischen Bürgerkrieg gerät als Reaktion auf den 17. Juni 1953 ins Adlershofer Programm. Brecht muss dabei eine Fernsehregie akzeptieren, die sich an die Regeln des Mediums hält. Der Dichter wehrt sich gegen Nahaufnahmen, gegen bildschirmgroße Gesichter. Den Zuschauer soll das pure Theatererlebnis, kein Fernseherlebnis, heimsuchen. Im Fundus indes herrscht Koexistenz zwischen den Requisiten und Roben dieser Jahre. Ein Auskommen, das vor allem gilt, wenn sich die Klassiker im Programm zeitgenössisch flankiert finden. Du, was verstehst du denn, Herr B., was denn? Was kannst du denn, hä? Klugscheißen, die Leute schikanieren. Ja, das musst du mir sagen. Oh, ich kann dir noch ganz was anderes sagen, du Klugscheißer. Sei still, jetzt rede ich. Du bist kein Melker für die Genossenschaft. In meinen Augen bist du ein Lump. Unzuverlässig, schlampig, ein Säufer. Was hast du gesagt, du? Hopp in der Kneipe und lässt das Viehzeug verkommen. Was hast du gesagt, du? Adlershofer Topographie birgt Geschichte. Das Sendezentrum breitet sich auf dem Gelände der ehemaligen Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt Johannisthal aus, wo bis zum Zweiten Weltkrieg einer der größten Flugplätze Berlins liegt. Experimentiert wird in den Hangars noch im April 1945. Auch kommt der Flughafen noch einmal auf beachtliche Startquoten. Nazi-Größen verlassen die zerstörte Stadt und suchen ihr Kriegsende weit außerhalb. Ab 1950 sichert das nunmehr herrenlose Terrain die nötige Baufreiheit. Für ein Fernsehzentrum votieren die Lage an einer der Ausfallstraßen Berlins, die Nähe zum Flughafen Schönefeld und, später, die Nachbarschaft einer Kaserne. Wie gesagt, in aller Stille und redlich behütet, wächst die Adlershofer Fernsehanstalt wie ein Baum, der seine mächtigen Schatten wirft und dessen Jahresringe ungeordnet wuchern. Unfreiwilliger Geburtshelfer dürfte die Konkurrenz im Westen gewesen sein, die im Osten zunächst noch keinen Widerpart sieht. Der Nordwestdeutsche Rundfunk sendet seit November 1950 auf Versuch und platziert einen Sender in den Westsektoren Berlins. Die Jungfernfahrt des Ostfernsehens, die Jungfernfahrt einer Unschuld auf Zeit, soll am 17. Juni 1953 noch nicht auf die schiefe Bahn geraten. Auf dem Bildschirm des Radeberger Rembrandt
findet dieser Tag laut Sendeprotokoll folgendermaßen statt. Um 20.15 Uhr ist Erwin Fenskes Brigade auf dem richtigen Wege und zur weiteren Erbauung schlagen sich die lustigen Weiber von Windsor auf die Schenkel. 1953 nimmt sich die Fernsehgemeinde in der DDR noch recht schmächtig aus. Den 17. Juni bekommt sie ausgespart, bis der Augenzeuge nachwäscht. Bevölkerung, Volkspolizei und sowjetische Besatzungsmacht haben innerhalb weniger Stunden den Putsch zerschlagen. Die aus West-Berlin eingeschleusten Provokateure wie dieser hier wurden verhaftet. Das war nicht das Werk demonstrierender Arbeiter. Das war das Werk von Banditen. Mit den Nachwehen des 17. Juni zeichnen sich Entwicklungen ab, die ab 1960 in Adlershof zeit- und mediengerecht stationiert werden und um Ausdauer bemüht sind. Ungezählte Mieter haben Angst vor ihrem Hauswirt. Sie wissen es alle, dass viele Hauswirte in nahezu diktatorischer Machtvollkommenheit über das Wohl und Wehe ihrer Mieter verfügen, dass sie ihnen genehme Geldbeträge fordern oder das Dach überm Kopf entziehen. Es gibt ja eigentlich nur 15, 20 Generalthemen. Ich habe ein sehr gutes Nervenkostüm. Aber alle Sendungen des BRD-Fernsehens selber anzugucken. Ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde. Ich bin ja ein normaler Mensch. Der Bild-Zeitung ist heute vom Düsseldorfer Landgericht leichtfertiger Umgang mit der Wahrheit bescheinigt worden. Der Axel Springer Verlag, in dem das Blatt erscheint, wurde deshalb zu einem Schmerzensgeld von 50.000 Mark an Eleonore Pönsken verurteilt. Ach, herrje, wenn Springer jedes Mal Schmerzensgeld zahlen müsste, wenn eins seiner Elaborate jemanden verleumdet, mit der Wahrheit leichtfertig umgeht, der wäre doch nie Multimillionär und Pressezar geworden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Aus der Personenkritik an bestimmten Politikern oder bestimmten Parteien bekam der Schwarze Kanal den Charakter von Systemkritik. Aber für die Sendung war das im Grunde genommen, bekam es den Charakter des allgemeinen Nörgelns. Und stellte die Frage, tja, wenn das alles so ist, warum ist der Wohlstand höher? Warum ist die internationale Freizügigkeit? Und, das heißt, die Sendung warf plötzlich mehr Fragen auf, als sie Antworten gab. Aus West-Berlin habe ich einmal meine liebste anonyme Zuschrift bekommen. Jedes Mal, wenn ich deine dreckige Visage sehe, stelle ich sofort ab. Aber was du gestern Abend gesagt hast, das war eine besondere Gemeinde. Das ist mir mehr als ein Nationalpreis. Das Fernsehen war ein staatliches Organ, also ein nachgeordnetes Organ des Ministerrates. Seitens der SED wurde es aber als Instrument der Partei angesehen. Beschlüsse, Vorgaben und auch Weisungen bildeten demnach den Rahmen für den Sendeauftrag. Und innerhalb dieses Sendeauftrags mussten die Programme liegen. Innerhalb dieses Rahmens gab es, wir haben schon mal darüber gesprochen, die Spielräume mal enger, mal weiter und mal ganz eng und vielleicht auch mal ganz weit. Guten Abend, meine Damen und Herren, zunächst die Übersicht. Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera. So nassforsch dreht sie sich anfangs kaum in die Fernsehabende. Adlershof braucht Zeit für eine eigene Informationssendung. Dias, Fotos und Landkarten ersetzen fehlende Filmbilder. Grafiken gefallen durch anspruchslose Schlichtheit. Es wird ausgiebig experimentiert.
Erst als der Sender über ein eigenes Filmkopierwerk verfügt und Übertragungswagen vom Hof rollen, verdient das Ding seinen Namen: Aktuelle Kamera. Der vierte Parteitag der SED 1954 beschert die Premiere in Sachen Tagesaktualität. Die AK sendet erstmals am Abend Material vom selben Tage. Die unerbittliche Zuwendung der Parteiführung setzt erst später ein. Ab 1957 in täglicher Ausgabe besetzt die Sendung drei Jahre später ihren Standardplatz im Programm, Punkt 19.30 Uhr. Sie werden verstehen, dass ich der Letzte bin, der unserer aktuellen Kamera den Vorwurf einbringen will, dass sie nicht aktuell sei. Dankeschön. Am 13. August 1961, als einer Stadt der Atem stockt, verzeichnen die Fernsehannalen mit buchhalterischer Kühle operatives Sendegeschehen. Dutzende von Kamerateams sind auf beiden Seiten unterwegs. So sah es heute am späten Nachmittag am Brandenburger Tor aus. Mit Volksarmisten besetzte Armeewagen waren bis an den letzten Meter der Sektorengrenze vorgerückt. Das Brandenburger Tor wird beherrscht von Zwang und Verboten. Wir haben heute, ohne irgendwelche Westberliner Interessen zu verletzen, von unserem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch gemacht und eine solche Kontrolle an unseren Grenzen eingeführt, wie sie an den Grenzen eines jeden souveränen Staates üblich ist. Wir bewachen unsere Grenzen verlässlich und kontrollieren wirksam. Die Ereignisse bringen die aktuelle Kamera um den Ruf eines politischen Leichtgewichts. Die Redaktion expandiert, aus dem eigenen Studio wird ein eigener Sendekomplex, autonom und abgeschirmt. Arbeitsbedingungen, die deutlich über der Norm des Hauses liegen. Die frühen Jahre, technische Unzulänglichkeiten, die geringe Verbreitung werden zurückgelassen. Es bleibt ein politisches Instrument, mit dem sich Macht sichern und verlieren lässt. Die SED hat sich beide Erfahrungen vorbehalten, aber wer ahnt das im Jahre 61? Mit dem Pressverband gegen das Ausbluten wird das Experiment Sozialismus zur Isolierstation. Noch einmal Adlershofer Topografie. Kein Kilometer Luftlinie liegt zwischen Sendezentrum und freiem Schussfeld. Die Rudower Chaussee endet im Sperrgebiet. Der Beton heißt antifaschistisch, dahinter übt sich Selbstbehauptung. Wer Hoffnung hat, der hofft, dass sich die Gesellschaft im Osten auf die proklamierten Werte besinnt. Gewissen in Aufruhr. Einen Monat nach dem Mauerbau ausgestrahlt, der erste Fernsehmehrteiler. Die authentische Geschichte des Wehrmachtsoffiziers Petershagen, der die Stadt Greifswald vor sinnloser Zerstörung bewahrt, gilt als Beispiel aufrechter Gesinnung. Mit dieser anspruchsvollen Verfilmung beginnt eine Erfolgsserie der 60er. Mein Regiment hatte im Sommer 42 noch 2000 Mann. Nur 82 konnten sich in die Gefangenschaft retten. Mich selber schaffte man etappenweise quer durch Polen, über Berlin, bis ins Luftwaffenlazarett nach Greifswald. Da haben Sie allerdings einiges hinter sich. Eigentlich war es erst der Anfang. Der Anfang? Ja, der Anfang. Mein Gewissen war in Aufruhr geraten. Es war für das Publikum in diesem Lande von Wichtigkeit, so glaube ich, dass unmittelbar danach ein solcher Fünfteiler wie Gewissen im Aufruhr
gezeigt wurde. Das war ein Film, Gerschonek spielte glänzend den Petershagen und die Franz. Es ging um die Frage, rettet man eine Stadt oder wie rettet man eine Stadt und so weiter, das ist ja bekannt. Das führte dazu, sich auseinanderzusetzen mit den Anfängen der DDR, mit dem Übergang aus der alten Zeit in die neue, dann Wege übers Land und alles diese. Ist das Ihre Stimme, Übershagen? Ja, zum Teufel. Dann unterschreiben Sie. Nein. Wollen Sie eine Anklage wegen Menschenraub? Nein. Wollen Sie eine Anklage wegen Menschenraub? Nein. Wollen Sie eine Anklage wegen Menschenraub? Nein. Dann unterschreiben Sie. Nein. Aber ich bin überzeugt, dass Sie nach allem, was ich von Ihnen gehört habe, in die DDR gehören. Aber ich bin überzeugt, dass Sie nach allem, was ich von Ihnen gehört habe, überzeugt der DDR gehören. Ich bin überzeugt. Derartige Darstellungen beziehen einen Gutteil Glaubwürdigkeit aus dem Gleichmut, mit dem sich die bundesdeutsche Politik namhafter Akteure des Dritten Reiches annimmt. Die Globke, Heusinger, Gehlen und später Filbinger werden in Deutschlands Osten beileibe nicht nur mit verordneter Entrüstung registriert. Subtilere Sehweisen werden ausgespart. Dazu fehlen Veranlassung und Hörfähigkeit so mitten im Kalten Krieg. A wie Arbeit, das ist wichtig. B wie Bildung, das ist richtig. C wie jedem eine Chance. So soll es sein. In der Schule hat man uns das ABC gelehrt. Doch das ABC alleine tut es nicht. Erst der Standpunkt in dem ruhelosen Zeitgeschehen gibt dem Wissen und dem Forschen das Gewicht. A wie atomare Rüstung für den Überfall. B wie biologisch töten ganz konkret. C wie chemische Vernichtung heißt das ABC. Lautet der Konzerne Todesalphabet. Aha, Mickey Maus. Pluralis entzieht sich einem Denkschema, das die Farben schwarz-weiß bevorzugt. Was nicht aus der Nähe zu besehen ist, gerät in der DDR zur Fernsicht und in das Entweder-Oder-Klischee. Den einen gilt die Tagesschau, den anderen die Verlautbarung Ost als Lebenselixier. Fernsehen ist längst Anschauungssache, Weltanschauungssache. Die Wirkung westlicher Fernsehstationen in unser Land hinein kamen weniger über die Nachrichtensendung. Die Hauptwirkung kam über die Werbung, über die Unterhaltung, über die Stars, über die Beatles, also über diese Seite des Programms und überall da, wo, ich möchte mal sagen, politische Argumente zugespitzt und sogar, um es deutlich zu machen, übertrieben zugespitzt wurden, stoßen auf Kritik. Die Leute wollen nicht, glaube ich, belehrt, also so offenkundig belehrt werden, dass sie praktisch ihre eigenen Meinungen durch andere ersetzt bekommen. Von 1,5 auf rund 4 Millionen wächst die Zahl registrierter Fernsehgeräte in den 60ern. Das Fernsehen avanciert zur ersten Freizeittugend, zum familiär gerahmten Massenerlebnis. Der Altar in der Stube erfährt Absolution, wenn er den Alltag nur recht freundlich einfärbt. Mit dem Herzen dabei, so heißt es heute und auch morgen, ein Platz für Kummer und für Sorgen. Mit dem Herzen dabei, egal was du tust, ob Frau oder Mann. Das Fernsehen boomt. Adlershof lockt mit neuen Stars. Eine Sendung fegt die Straßen. Und der Messias ist einer von uns. Ja, wenn schon bei Ihnen unter den Stühlen das Telefon klingelt, dann wäre es gut, wenn Sie rangehen würden. Unter allen Stühlen, auch bei Ihnen, meine Damen, hier sind Telefone montiert. Wenn Sie die bitte mal vornehmen wollen, ja. Auch bei Ihnen hier. Er spricht in Rätseln, hüllt sich in eine Toga hausbackener Heimlichkeiten, verheißt kleine und große Wunder und die tränenrührige Gewissheit vom allseits guten Ende. Hans Georg hinterlässt eine Republik im Schulterschluss. Achtung, Lautsprecher an. Herr Schulz, Herr Weber, ja. Hören Sie mich? Ja. Schönen guten Abend, hier spricht Hans Georg Boneski. Hier ist die Sendereihe mit dem Herzen dabei.
Und wir möchten Ihnen nur bestätigen, das Schild, was da steht und aussagt, dieses Fernsehgerät gehört Ihnen, das stimmt hundertprozentig. Aha. Das Fernsehen sorgt sich um Identität und Identifikation. Auch die Lieblinge des Publikums legen dafür Hand und Kostüm an und erfreuen sich allerhöchster Gunst. Einer aber übertrifft sie alle. Schon seit den 50ern sammelt der unbekümmerte Zwerg mit dem verräterischen Spitzbart Sympathisanten und Leidenschaften quer durch die Generationen. Er hat unverwüstliche Popularität nie für sich allein beansprucht, sondern auch andere ins Rampenlicht geholt. Ach, Nanu, Nanu, wo kommt ihr denn jetzt alle her? Ich kann mir schon denken, ihr wartet auf Meister Nadelöhr, stimmt's? Aber der kommt heute nicht, nein. Und gute Nacht sagt er euch heute auch nicht. Ach wo? Herr Fuchs? Ach, was gibt es denn nun schon noch wieder? Noch eine kleine Frage. Ach. Was machen Sie eigentlich mit dem Preis, den ich für mein Bild bekomme? Ja, sagen Sie mal. Ich höre wohl nicht recht, hä? Sie für Ihren Preis? Dass ich nicht lache. Sie sitzen den lieben langen Tag da in der Sonne, sind angeputzt wie ein... Wie bitte? Naja, und erlauben sich von Ihrem Preis zu sprechen? Das ist doch wohl klar. Ich bin der Künstler, nicht wahr? Und der Preis gehört mir, mir allein. Wissen Sie, was Sie sind? Na bitte? Sie sind nur das Modell. Vergessen Sie das... Hoch, da hört sich doch alles auf. Sie Angeber. Ja. Denken Sie vielleicht, Sie kriegen auch nur einen Pfennig, wenn Sie Ihren Kopf malen? Wie viele Blicke mochten ihm folgen, wenn er mit bedächtiger Zielstrebigkeit die Stiege nahm, um bald darauf Staub von den Erinnerungen und Raritäten zu blasen im zeitlos trüben Schein seiner nostalgischen Lampe? Ja, und nun, meine Damen und Herren, möchte ich mit Ihnen einen Blick sehr weit zurück tun. Beginnen wollen wir mit einer sehr turbulenten Szene aus dem... Erich Hagen in Führung, die Belgier klar geschlagen. So zogen sie in die Kurve zur Zielgeraden. Noch 250 Meter, Erich Hagen gab das Letzte. Es war geschafft. Erich Hagen hatte die Friedensfahrt 1960 gewonnen. Mit der kleinen Binnenbahn gerne alle Leute fahren. Über Berg und Tal keucht sie dahin. Schienen blinken dir, zum Abschied will ich winken, fährt die kleine Bimmelbahn davon. Wenn die grünen Lichter blinken, will ich dir zum Abschied singen, einen kleinen Jodlerhöldrio. Jolala di jolala di arti, jolala di jolala di arto, jolala di jolala di arto, tredio. Jolala di jolala di arti, jolala di jolala di arto, jolala di jolala di arto. Einen recht schönen Sonntagmorgen zusammen. Wir sind zum sechsten Mal versammelt für Herzklopfen kostenlos. Die Sendung mit unseren jungen Talenten. Ein Entertainer der klassischen Schule ist er schon. Beherrscht Gesang wie Konferenz und nicht zuletzt die Klamotte. Schon 1955, als die Sendung Da lacht der Bär vom Rundfunk zum Fernsehen wechselt, ist Heinz Quermann mit von der Partie. Und hin und wieder darf er etwas kühner sein als andere. Was haben wir noch Schönes da? Hier ist ein Pferdekopf. Ich liebe Pferde sehr, da ich selbst Reitsportlerin bin. Ich liebe auch Pferde sehr. Ich verstehe dafür nichts davon. Ich habe mal gewettet, da war es Brauereipferd. Aber das ist so. Und das ein Wandbehang, ja? Ja,
das, ein Wandband mit Sonnenrosen. Moment, jetzt haben die Fernsehzuschauer einen schönen Augenblick, das haben sie schon lange gewünscht, wer man verschwindet. So. Acht Sendestunden täglich sind es zu Beginn der 60er Jahre, an deren Ende doppelt so viel. Produziert wird in 18 Studios in Adlershof und Johannisthal ebenso wie in Halle, Rostock oder Dresden. Was viele nicht wissen, das Fernsehen ist Geld- und Auftraggeber für die Hälfte aller Spiel- und Dokumentarfilme der DEFA. Das bis heute archivierte Programmvolumen ist unermesslich. Vieles bleibt von Bestand. Hey Atze, pass auf, was die haben's dollet. Ne Wucht, klar. Du, der Bruder bringt ihn mit. Wenn's duster ist, ist gut. Ende. So geht's doch, wa? Kriegst du Luft? Aber wenn der das Ding nur zuschließt, Mann. Glaub ich nicht. Musst du ihm kloppen. Und nachher verkloppt er mir, wa? Ah. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich nicht mitnehmen kann. Ich hab was Wichtiges zu erledigen, dabei kann ich dich nicht brauchen. Schau, ich komm bald wieder, dann bringe ich dir was mit. Hm? Eine viel schönere Puppe vielleicht. Warum willst du nicht zurückgehen? Angst. Weil ich nicht zu Hause bin? Aber es tut dir doch niemand etwas. Stefan wird sich um dich kümmern. Sei vernünftig, geh zurück. Sitzen lassen. Das ist nur ein Versehen. Dir ist doch klar, was kommen wird. Das Todesurteil für uns beide. Das ist unausbleiblich. Aber Otto... Nein, jetzt kein Aber. Ich weiß aus den Vernehmungen, dass du den Versuch gemacht hast, alle Schuld auf dich zu nehmen. Sie werden eine Frau nicht so schwer verurteilt. Du kommst vielleicht mit dem Leben davon. Nein, nicht. Du kannst nicht gut genug lügen. Du wirst nur die Verhandlungen in die Länge ziehen. Lass uns die Wahrheit sagen, dann geht's schnell. Aber Otto... Nein, jetzt kein Aber. Sollen wir gegen die anlügen und streiten? Denen ein Schauspiel bieten? Nein. Die reine Wahrheit. Gut. Danke, Anna. Ich danke dir sehr. Viele dieser Filme entstehen in der zweitgrößten Filmstadt des Ostens nach Babelsberg, der Jofa.
1962 übernimmt das Fernsehen dieses Filmgelände, von Adlershof durch den ehemaligen Flughafen getrennt. Vor dem Krieg gehörte es der Tobis Klangfilm. Das Bassin, in dem einst Zelpins Titanic sank, ist heute ein Parkplatz. Seit den 60ern drehen hier 450 Mitarbeiter Fernseh- und Kinderfilme, Schwenke und Serien. Wenn in der Rückschau diese Jahre als die goldenen des DDR-Fernsehens erscheinen, mag das am gnädigen Gedächtnis liegen. In diesen Studios jedenfalls setzten Verbot, Reglementierung und Austreibung erst später ein oder wurden später offenbar. Noch entstand unter anderem Kunst. Ich hatte ja 1965 den Film Spur der Steine gemacht. Zum ersten Mal einen Gegenwartsstoff von einer gewissen Größe für mein Gefühl, von einer gewissen Bedeutung, mit einer interessanten, spannenden Handlung. Und dieser Film, der zunächst ein Auftrag war, wie alles, was ich gemacht habe, der DEFA-Direktion, geriet dann in diese wahnwitzigen Diskussionen nach dem 11. Plenum und wurde schließlich nach wenigen Tagen Aufführung im Kino niedergeschrien. Zu diesem Zeitpunkt, und verboten, zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon das Drehbuch Jakob der Lügner in der Hand und wollte es machen, musste aber im Zusammenhang mit dem Film Spur der Steine das DEFA-Studio verlassen und es verging dann 8 Jahre, bis ich den Film Jakob der Lügner machen konnte. Und in diesen Film liegen natürlich dann die inzwischen gesammelten Erfahrungen, hoffentlich jedenfalls. Fahren weg? Ja, wir fahren weg. Wohin? Weiß ich nicht so genau. Weit oder nah? Ich glaube, ziemlich weit. So weit wie nach Amerika? Nein. Und wie nach China? Auch nicht. Und wie nach Afrika? Ja, ungefähr so weit wie nach Afrika. Warum freust du dich nicht? Ich verreise nicht gern. Du wirst sehen, wie schön es wird. Widersprüche stammten aus der Zeit des Kampfes gegen den Faschismus. Es war die antifaschistische Thematik. Also Filme, die Bayer gemacht hat, zu der antifaschistischen Thematik zum Beispiel. Aber Gegenwartsstoffe, die neuen Widersprüche suchten und zu lösen versuchten, die waren nicht sehr erwünscht und gaben im Einzelnen also 100 Diskussionen auf allen möglichen Ebenen, bis sie dann entweder abgesetzt oder kastriert gesendet wurden. Als Abwicklungsschrott dämmert heute auf dem Adlershofer Gelände vor sich hin, was im Jahre 1969 absoluten Innovationsschub verheißt. Zum 20. Staatsjubiläum der DDR wird dem Deutschen Fernsehfunk nicht nur die Geburtsurkunde retuschiert, er nennt sich fortan Fernsehen der DDR, Adlershof wird auch weit vorn platziert, als die Geburtstagsgaben verteilt werden. Es empfängt die Auflassung für ein zweites Programm und erlebt seine Farbpremiere. Ob es denn schon lohne, einen Farbempfänger zu kaufen, werden bald viele Zuschauer fragen. Und ein Programmdirektor erleuchtet sie, Zitat, Sie wissen, unser Leben ist ja nicht schwarz-weiß, unsere Umwelt ist sehr farbenfroh und ich glaube, das Fernsehbild erfasst viel lebendiger, viel vollkommener die uns umgebende Wirklichkeit. In diesem Premierenfieber werden neue Sendungen auf den Bildschirm entlassen. Manche sollen über den letzten Adlershofer Abspann hinaus Bestand haben. Allen Bemühungen um landeseigene Unterhaltungskunst zum Trotz bezieht der Kessel Buntes seine Leucht- und Waschkraft vornehmlich aus Westimporten, wird zu einer exklusiven Bühne für Stars von der anderen Hälfte des geteilten Himmels. Verdammt, ich fiel jetzt schon frei!
rund. Was meint ihr, habt ihr Lust dabei zu sein? Ja, wir singen, ja, wir bringen das an Tränen. Leute, wir kommen heute. Farbenfroh? Das heißt ab Januar 1973 auch rund. Es gibt vor, rund herausgesagt und rundherum gesungen. Die 10. Weltfestspiele werfen ihre Schatten voraus. Schon Monate vor dem Treffen werden bleibende Wirkungen prophezeit. Der Beifall kommt dem Auftritt zuvor. Das Fernsehen wird zur Rampe des großen Staatstheaters. Viele Sendungen bekamen ideologische Vorgaben, was diesen Sendungen natürlich nicht immer gut bekommen ist. Und so war es dann so, dass immer mehr Sendungen erst politische Aufträge waren und dann mussten Ideen oder originelle Einfälle gefunden werden, was natürlich nicht immer gelungen ist. Und so entstanden Sendungen, über die oft gehässigerweise gesagt wurde, es will sie zwar keiner sehen, wir machen sie aber trotzdem. Ausland! Überall, wo wir am Drücker sind. Überall, das weiß schon jedes Kind. Geht's um die Macht im Fabrik und Staat. Es geht um den Sieg des Proletariats. Sind es im Live-Studio zunächst 200 Mitglieder hervorragender Grundorganisationen der FDJ, so kommen im Sommer schon mal 100.000 junge Leute zusammen. Ihr Aufmarsch demonstriert Weltoffenheit. Ihr Umgang miteinander eröffnet neue Perspektiven, auch gewollte. Noch sind es 2 Jahre bis zur KSZE 1975 in Helsinki. Wer jetzt nicht mitspielt, wird dort nicht vorgelassen. Ohne Ankündigung im Programm geht 1978 im November, kurz vor Mitternacht, der Spielfilm Geschlossene Gesellschaft über den Sender. Na, die Umstände waren so, dass wir also sowohl mein Freund Klaus Pocher als auch die Jutta Hoffmann und Armin Müller-Stahl als auch ich, dass wir, wie gesagt, nach dieser Biermann-Geschichte erst einmal ohne Arbeit waren, keine rechten Projekte hatten. Und dann bekam aber Klaus Pocher diesen Auftrag. Es gab offensichtlich, das war ein Auftrag des Fernsehens. Es war ein Auftrag des Fernsehens. Es gab offensichtlich eine Tendenz, eine Zusammenarbeit herzustellen. Nachdem dieser Bruch stattgefunden hatte über die Biermann-Geschichte, hatte man offensichtlich auf beiden Seiten das Gefühl, man muss jetzt einen Versuch machen, in gemeinsamer Arbeit zu einer minimalen Verständigung, zu einem minimalen Konsens zu kommen. Nee. Nee. Wer bei uns seine 4 Wände verliert, ist verflucht einsam. Es ist wenig los da draußen. Gehst du klingeln, dann klingelst du an Festung. Die Zugbrücken sind eingeholt. Man hat ja so seine Erfahrung. Deine Erfahrungen? Ach Gottchen, die waren immer schon eine leicht verderbliche Ware. Ich würde mich mal fragen, inwieweit sie Ausreden sind. Für deine Trägheit oder Beweis für deine verkümmerten Ansprüche. Ich will nur hoffen, deine Lutten haben wenigstens die Pille genommen, damit du dich nicht noch in Unkosten stürzen musst. Langsam wirst du einfach nur mies. Warum sollten die es besser haben als ich? Aber in dem Augenblick, in dem es eben halt um eine wirkliche, ernsthafte Gegenwartsgeschichte ging, die auch kritisch ist, stellte sich eben dann heraus, wie eng begrenzt die Möglichkeiten in diesem Fernsehen waren, in dieser Ideologiefabrik Fernsehen waren, etwas zu machen.
Bei Ausgrabungen in Pompeji stieß man auf Familien, die noch um den Tisch herum saßen. Alle hatten sie das Maul auf. Mitten im Reden, im endlosen Quatschen hatte sie es erwischt. Sie haben noch nicht mal gemerkt, welche Gefahr von draußen auf sie zukam, weil sie am Quatschen waren. Hm. Das glaube ich nicht. Die kriegten keine Luft, die sind erstickt. Hm? Oder? So sind unsere Menschen nicht, war eine Floskel, die damals so hineingeworfen wurde. Das brauchte keines Beweises. Das seien intellektuelle Spinnereien. Das andere aber, der Mann, der diesen Kurs, den ich einschlug, gebilligt hatte, gefördert hatte und auch das Fernsehen gewissermaßen verantwortete im Politbüro, war Lamberts. Und Lamberts war tot. Und nach Lamberts kam jemand, der eine ganz primitive Auffassung von Kunst hatte. Er meinte, die Künstler sollten besser sein als die Agitatoren. Sie sollten die Argumente, die Blassen der Abteilung Agitation nur besser verkaufen. Der Film Geschlossene Gesellschaft kostet Hans Benzin den Chefsessel in der Fernsehdramatik, bewirkt weitere Ausgrenzung von Autoren, Regisseuren und Schauspielern, beschleunigt die geistige Auszehrung in Adlershof und Johannisthal. Das SED-Politbüro ist an einer ernsthaften Analyse der DDR-Gesellschaft nicht interessiert. Das Fernsehen hat anderes zu leisten. Zum Wichtigsten der Was, Wann, Wo, Warum der Nachrichtenarbeit wird das Wer. Und dabei sind Namen weitgehend Schall und Rauch. Einzig klangvoll die wieder und wieder zelebrierten Titel und Funktionen. Aus der Sozialistischen Republik Rumänien als persönlicher Beauftragter des Generalsekretärs der RKP und Präsidenten der SRR, Nicolae Ceausescu, der Kandidat des politischen Exekutivkomitees Ion Toto, Minister für Auswärtige Angelegenheiten, und der Kandidat des politischen Exekutivkomitees, Generaloberst Vasile Mileea, Minister für nationale Verteidigung. Joachim Herrmann. Auch die alphabetische Sparvariante ist denkbar. Doch auf die Personen gebracht, fehlt es dem Ritual an Glanz. Günter Mittag, Werner Krolikowski, Siegfried Lorenz, Erich Mückenberger, Alfred Neumann, Günter Schabowski, Harry Tisch, Inge Lange, Gerhard Müller, Margarete Müller, Werner Walde. Der Countdown läuft, Effektivität bestimmt das Handeln, man verlässt sich blind auf den anderen, jeder weiß genau, was vor ihm. Interne Einblicke, gelegentliche Selbstironie der AK-Mitarbeiter. Sie bleiben dem Zuschauer natürlich vorenthalten. Sie wurden gehütet, wie der brave Mann seine Pornohefte versteckt. Stapellauf des ersten vollständig nach moderner Cat-Cam-Technologie erbauten Roll-on-Roll-off-Schiffes. Zahlreiche Patente wurden von den Matthias Thesen-Werkern auf den sehr geringen Tiefgang dieses neuen Typs eingereicht. Einige technische Daten. Schraubenmächtigkeit 500 Kilopond pro Kubikmeter. Tangentialverplankung mittschiffs quer auf dem Achterdeck stabförmig. Sensoren gewährleisten eine schwingungsfreie Aufhängung der Kommandobrücke. Rechts im Bild.
Das Medium ist angewiesen auf Licht und Kulissen. Es verbirgt fragwürdige Realitäten. Vor der aktuellen Kamera sitzen und dahinter stehen Menschen, die sich maskieren, bewusst und in treuem Glauben. Einschaltquoten sind geheime Verschlusssache, schwer kalkulierbare Ernüchterungen somit ausgeschlossen. Selbst die spontane Reaktion bleibt nicht dem Zufall überlassen. Der Betrieb steht Ende per 31. oder per 6. Was haben wir heute? 28. Oder per 30. 30 Minuten aktuelle Kamera können vielseitig sein und Weltgeschehen reflektieren. Dazu befähigen in den 80er Jahren 14 Korrespondentenbüros. Doch auf dem Bildschirm kann sich eben auch eine Informationswüste ausbreiten. Man konnte nicht in der aktuellen Kamera eine bestimmte politische Linie verfolgen. Und die war ja vorgegeben. Sie wurde auch akzeptiert von uns, meist manchmal widerwillig, im Einzelnen, aber im Ganzen doch akzeptiert, dass wir ökonomische Fortschritte haben oder dass diese oder jene Dinge, sozial zum Beispiel, gut gelöst sind und dann Filme in der Kunst machen, die das Gegenteil, die das wieder in Frage stellen. Und so wurde der Spielraum leider immer enger. Wir hatten mit Polizeiruf noch bis 85, 86, 87 über 50% der Zuschauer. Nicht so sehr, weil die Leichen besser gewesen wären und die Art der Verbrechen interessanter als etwa bei Tatort, sondern weil soziale Befindlichkeit, soziale Probleme, gesellschaftliche Vorgänge, die in anderen Filmen keine Rolle mehr spielten oder ja, weil sie dort mit dem Transportzug Krimi dargestellt werden konnten. Mutter, magst du mich? Was für eine Frage. Und wenn sie mich einsperrt? Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt, du und Papa? Wir haben uns in einem Krankenhaus kennengelernt. Er hatte sich beim Schlachten verletzt. Wir haben uns ineinander verliebt und uns geschworen, nie mehr auseinanderzugehen. Als er wieder gesund war, haben wir geheiratet. Gegen den Willen seiner und meiner Eltern. Das hätte ich nicht tun sollen. Der Mann, mit dem ich verheiratet bin, hat mit dem Mann, in den ich einmal verliebt war, nichts mehr zu tun. Manchmal habe ich richtig Angst vor dir. Wie jetzt. Angst, dass du wie dein Vater wirst. Fleißig, ordentlich und selbstsüchtig. Das waren noch die Erfolgsrezepte deines Großvaters. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Du hast mit mir nie darüber geredet. Wenn du nicht gewesen wärst, ich hätte deinen Vater längst verlassen. Dafür ist es jetzt zu spät. Für alles ist es jetzt zu spät. Scheiße, verdammte! Eine Gesellschaft ist eingerichtet, das Rollenspiel geprobt. Die Hauptdarsteller gefallen sich immer mehr und nur sich allein. Aufmärsche gelten als Ausdruck der Verbundenheit von Führung und Volk. Wachsend, tief und unverbrüchlich. Pyongyang, die Hauptstadt der Koreanischen Demokratischen Volksrepublik heute Abend. Stimmungsbild nach einem Tag, der hier eine der größten und beeindruckendsten Manifestationen der Freundschaft erlebte. Das Fernsehen wird zum Reisebegleiter einer Diplomatie der beflaggten Straßen. Aufmärsche geraten zu inneren Vorbeimärschen der Bejubelten. Das Fernsehen kann der Vereinnahmung nicht entgehen, will es auch nicht. Kim Il-sung,
Von solchem Programm gesteuert, der Knopfdruck zum Um- oder Abschalten. Höhepunkte kriegen den Alltag klein. Sie sind des Kaisers neue Kleider Ende des 20. Jahrhunderts. Das Fernsehjahr 1989 erlebt Adlershof als Vorspiel auf den 40. Gründungstag der DDR. Das Vorwärts zum 12. Parteitag wird Machern wie Publikum im Halse stecken bleiben. Den Platz des himmlischen Friedens und den Alexanderplatz scheinen Welten zu trennen, doch Tausende verlassen das Land. So wenig wie einst rund zur Quadratur des Kreises führte, so wenig markiert 1199 den Beginn einer Wende. Was macht ihr heute Nachmittag? Naja, das war's doch. Es war zwar abgesprochen, aber. Wie fast alles andere natürlich auch. Absprachen wie immer. Problemen will man sich stellen, die Fragen sollen auf den Tisch. Wie gehabt, strapazierte Formeln sind zur Hand. Ich muss sagen, ich diskutiere mit meinen Leuten eigentlich gerne alle Sachen und provoziere natürlich auch sehr gerne. Weil ich finde, wer heute keine Fragen hat, der lebt irgendwo auf einer Wolke oder hinterm Mond oder so. Das kann eigentlich gar nicht sein. Selbst für jene Zeit unverschämt anmutende Fragen haben keine Chance, beantwortet zu werden. Was ist Ihrer Meinung nach los mit dem Sozialismus? Naja. Die Frage stellen, wo das enden wird, wenn das in Westdeutschland so weitergeht. Guten Abend, liebe Freunde und die verehrte Hörgemeinde. Viel zu schön, die Nacht ist viel zu schön. Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera. Vom Institut für Bekleidungskultur entworfen werden die Kleider von Bäuerinnen vorgeführt und kritisch begutachtet. Mit dem Herbst 1989 beginnt die Gnadenfrist. Adlershof bäumt sich auf und kostet neue Freiheiten aus, doch die sind flüchtig. Die Medienlandschaft, die der 90er Jahre, die deutsche, ist eine glattgewalzte Ebene. Hier endet die Berg- und Talfahrt des DFF. Die Adlershofer Biografie verliert sich im Archiv. Der Steckbrief geht zu den Akten. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl vom Massenmedium Fernsehen. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl vom Massenmedium Fernsehen. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl vom Massenmedium Fernsehen. Dankeschön, ja. Dankeschön. Das Fernsehen kommt ihm entgegen und er wird das auskosten.
prägt den Begriff der Wende und sofort reißen sich viele um das hingeworfene Stichwort. Noch empfiehlt sich Adlershof als sichere Tribüne, bildschirmfrei für den neuen ersten Mann. Geradezu symptomatisch für dessen ersten Fernsehauftritt, die wohl riskanteste Live-Variante. Während der Anfang der Aufzeichnung bereits gesendet wird, bangt das Team im Studio noch darum, den Rest des Marathon-Statements rechtzeitig im Kasten zu haben. Liebe Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hat mich heute zum Generalsekretär berufen. Ich habe dem Zentralkomitee für sein Vertrauen gedankt. Mir ist das Gewicht der Verantwortung bewusst, der ich mich stelle. Plötzlich hörten alle Anrufe in der aktuellen Kamera auf. Aus dem großen Haus, wie wir in Adlershof immer das ZK-Gebäude genannt haben, meldete sich so gut wie niemand mehr. Die erste Überlegung war, wie kann man wieder mehr Glaubwürdigkeit für dieses Fernsehen erringen? Oder ist es nicht schon zu spät? Aus dem durchgehaltenen Schweigen kommt mancher nur noch in unüberwindbare Sprachlosigkeit. Die Flüchtlinge, denen man angeblich keine Träne nachweinen sollte, sind nicht vergessen. Sie gingen und kommen doch immer näher, je lauter sie verteufelt werden. Zum Totschweigen sind es längst zu viele. Zum Verdammen auch. Noch lassen sich 16 Millionen Ostdeutsche nicht kriminalisieren. Auch nicht die Demonstranten, die das Agitationsklischee von Störenfrieden und Randalierern gewaltlos sprengen. Die Bitten um Verzeihung sollen Selbstentschuldigungen sein. Nicht selten klingen sie aber wie Verlautbarungen. Wir haben es zugelassen, dass unser Medium durch dirigistische Eingriffe missbraucht wurde. Dadurch wurde das Vertrauen vieler Zuschauer und nicht zuletzt zahlreicher Mitarbeiter im DDR-Fernsehen erschüttert. Dafür bitten wir die Bürger der DDR um Entschuldigung. Gejagt von den Ereignissen spurtet das Fernsehen von Sendung zu Sendung. Dabei bleibt kein Spielraum für Gnade, oft nicht einmal für Respekt vor Aufrichtigkeit. Wer einmal lügt, dem glaubt niemand mehr. Einstige Bildschirmpersönlichkeiten werden und machen sich zu Unpersonen. Rücktritte in den Chefetagen dagegen schleppen sich hin. Zum Teil noch Monate. Heinz Adamek verschwindet am 1. Dezember sang- und klanglos. Man hat aus Disziplin, aus dem Gefühl, der Einzelne allein kann ja nicht, was wird er erreichen? Da lag ein Großteil von Kapitulation gegenüber den vorherrschenden Umständen. Die Erneuerung begann schon, also sich anzubahnen vor der Wende. Denn es wäre nicht gegangen, dass die aktuelle Kamera 48 Stunden nach dem 8. Oktober, ja, oder welcher Tag es war, plötzlich Springquellen freisetzt, die nicht vorher schon da gewesen sind. Das ist ja also der Start zu einer neuen Sendung der aktuellen Kamera AK2. Und damit guten Abend. Die Außenpolitik ist schon eine ganze Weile in Bewegung. Unser Land, die Gesellschaft, die Menschen sind es inzwischen unverkennbar ebenfalls. Das zeigt jeder neue Tag. Das wollen wir auf dem Bildschirm, auf diesem Kanal auch zeigen. In AK2 mit tiefergehenden Berichten, Hintergrundinformationen, Interviews. Und eines wollen wir natürlich auch uns nicht treiben lassen, sondern selbst mit vorantreiben. Während einige von der tatsächlichen Freiheit ihres Mediums Gebrauch machen, legen sich andere regelrechte Durchhaltestrategen noch einmal mächtig ins Zeug. So verschläft ein Nachrichtenchef gar die vermeldete Wende
und schreibt noch Mitte November die letzte jener absurden Lobeshymnen auf die eigene Arbeit. Wenn man einem Menschen, dem die Hände gefesselt sind, die Fesseln durchschneidet, kann er sich frei betätigen. Und das geschah. Und das war, ja, sah ich auf dem Marx-Engels-Platz, falsch, auf dem Alexanderplatz, am 4. November, als die Ü-Wagen der aktuellen Kamera da stand. Da war mir alles klar. Als kläglich hatten sich mehrfache Versuche erwiesen, den Aufruf zu Berlins größter Protestdemonstration zu unterlaufen. Schnell wollte man das Kind noch einmal umtaufen in Manifestation. Die kritischste Situation war eigentlich nochmal im November. Mhm. Der 4. November, die große Kundgebung auf dem Alexanderplatz. Soll sie original, also live übertragen werden oder nicht? Das war gar nicht so sicher von vornherein. Das ging lange hin und her, aber ich habe ja schon geschildert gehabt, dass also wenig Einfluss und wenig Eingriffe noch zu spüren waren. Und so konnte ich dann letzten Endes entscheiden, dass diese Sendung und diese Kundgebung von vorne bis hinten live übertragen wird. Und das ist ja dann auch geschehen. Das wäre es in jedem Falle. Es zu verhindern hat in Adlershof jetzt niemand mehr die Macht, auch wenn sich der einst Mächtige nachträglich mit Zivilcourage schmückt. Aus Wittenberg kommend erinnere ich Regierende und Regierte, also uns alle, an ein Wort Martin Luthers. Lasset die Geister aufeinander prallen, aber die Fäuste haltet stille. Zum ersten Mal entgleitet Ostfernsehen der politischen Regie. Plötzlich nehmen Sendungen einen für ausgediente Parteiprominenz unerwarteten Verlauf. Aufeinander prallende Geister, im Studio von 1199 werden sie vorgeführt. Es ist jetzt soweit, bei uns gibt es Gewerkschaftsgruppen, die sagen, solange wie Harry Tisch, oder eine gibt es bis jetzt, Harry Tisch Vorsitzender im FDP ist, zahle ich keinen Beitrag mehr, zahlen wir keinen Beitrag mehr. Ein dementsprechender Brief ist unterwegs. Wir haben Montag Bundesvorstandssitzung und ich werde das, was du jetzt eben gesagt hast, also eine Reflexion bei dir im Betrieb und Gewerkschaftsgruppen. Hören Sie das zum ersten Mal? Nein, nein. Also diese Stimmen, und da geht es nicht nur maritisch, sondern hier geht es um prinzipielle Fragen, die ja mit jungen Besen oder neuen Besen, oder was ich wie auch immer allgemein gesagt worden sind. Und das 10. Plenum steht vor der Tür. Es wird auf dem 10. Plenum der weitere Weg abgesteckt in dieser Wende. Und wenn wir am Montag in der Bundesvorstandssitzung sind, werde ich diese Frage, die du gestellt hast, auch dort stellen. Und der Bundesvorstand möge entscheiden, denn das ist ja das gewählte Organ, ob sie mir noch das Vertrauen schenken, Vorsitzender des Bundesvorstandes des FDGB zu sein. Wenn ich das Vertrauen nicht mehr habe, wenn also der Bundesvorstand ablehnt, mit mir weiter zu arbeiten, dann muss ich das akzeptieren und werde es auch respektieren. Danach sucht der 1199-Chefredakteur fluchtartig das Weite. Die Macher proben den Aufstand. Sie verlassen das Studio nicht, ehe feststeht, dass die Gesprächsrunde ungeschnitten gesendet wird. Die Publizistik drehte auf in einer Art und Weise, dass wir alle nicht mehr wussten, sind das dieselben Leute von früher. Es blieben zurück die Künstler, die waren vollkommen schockiert, die wussten gar nicht, was vorging. Waren auch nicht bereit, das zu tun, was damals eigentlich hätte gemacht werden müssen. In Kurzform, mit agitatorischen Mitteln, mit publizistischen Mitteln eigentlich und ihrem Können, die Dinge zu befördern. Aber das übernahmen dann die Zeitung und natürlich unsere publizistischen Abteilungen. Klartext tritt an, zu klären, was längst jeder ahnt oder weiß. Die neuen Aufklärer liefern Bilder, die eine deutliche Sprache finden. Mit dem Enthusiasmus des neuen Anfangs blickt man geläutert auf die eigene Vergangenheit. Wir haben immer diskutiert und protestiert, aber wir haben uns nie zu irgendwelchen wirklichen Aktionen aufgeschwungen. Denn dann, wie gesagt, wäre es an die Existenz gegangen und zum Märtyrer hatten wir eben keinen Mut, keine Kraft. Musik.
Eigentlich waren wir nicht klüger, als die Aussage des Films war. Und es gab auch niemanden in der Phase der Recherche, die wir eigentlich ziemlich umfangreich betrieben haben, der uns gesagt hätte, schön und gut, was die DDR bringt, aber wir überbewerten uns. Und was wir machen, wird sich letztendlich als schädlich herausstellen. Endlich bieten sich für Journalisten und Zuschauer Gelegenheiten, die eigene Sensationslust zu entdecken. Auch wenn sich der Glanz der Bonzen-Privilegien aus der Nähe betrachtet, recht bieder ausnimmt. Und dann wird eingeladen in das Haus des ehemaligen PW-Mitgliedes Heber. Heber ist schon lange nicht mehr Mitglied des Politbüros. Die schlichte Hütte, die jetzt folgt, steht leer. So, knappe zwei Stunden sind wir jetzt hier auf dem Gelände der Waldsiedlung in Wandlitz und ich glaube, ich kann für unser Team, unser Vier-Mann-Team hier sprechen. Wir kommen uns immer mehr vor wie Spanner, wie Voyeure. Auch hier in diesem Geisterhaus, das offensichtlich nun für die Pressebesichtigung freigegeben ist. Das Fernsehen sendet permanent live. Seine Allgegenwart schafft unumkehrbare Tatsachen. Einer versehentlichen Mitteilung folgt eine Sturzflut von Ereignissen. Mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Das Brandenburger Tor wird zur Fernsehbühne ausstaffiert. Adlershof erfährt ambitionierte Courage als Bumerang. Die Dekorationen halten der Inszenierung einer aufgeheizten Silvesternacht nicht stand. Eine Videoprojektionswand bricht in sich zusammen. Sirenen mischen sich unter die Geräusche, als Verletzte abtransportiert werden müssen. Fast eine bizarre Abnormität in jenen Tagen. Die DDR verfügt noch über ein Parlament, das gegen ein Schattendasein anzurennen sucht. Doch die Volkskammer stammt nun einmal aus anderen Zeiten. Sie wird von den Ereignissen links und rechts überholt, auf das ihr Hören und Sehen vergehe. Am 5. Februar 1990 bestätigt die Kammer einstimmig und mit gelinder Verspätung, was in den Medien bereits seit einem Vierteljahr gang und gäbe ist. Der sogenannte Medienbeschluss formuliert, was zwar von Anfang an in der DDR-Verfassung stand, aber nie eingehalten wurde. Artikel 27 der Verfassung der DDR. Jeder Bürger der DDR hat das Recht, den Grundsätzen dieser Verfassung gemäß, seine Meinung frei und öffentlich zu äußern. Die Freiheit der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens sind gewährleistet.
Niemand soll mehr unter Missbrauch der Medien regieren können. Der Apfel fällt vom Stamm. Doch wie weit? Meinungsvielfalt und Staatsferne werden als die neuen Tugenden geboren und geraten nackt und frierend ins wahre Leben. Über die Intendanten von Hörfunk und Fernsehen soll zwar weiterhin der Ministerpräsident entscheiden, doch ein mit dem Herbst entstandener Medienkontrollrat muss zustimmen. Dies alles hält sich an die Existenz eines Landes, das schwindsüchtig in die Zukunft stolpert. Die DDR kann uns nicht überfordern, aber wir dürfen auch die DDR nicht überfordern. Ein Ausverkauf kommt überhaupt nicht in Frage. In Adlershof entfallen seit November 89 die Sitzungen des staatlichen Komitees. Es hat sich aufgelöst. Auch die Kreisleitung der SED gibt es nicht mehr. Chefredakteure stellen Vertrauensfragen. Nicht alle fallen durch. Ein Generalintendant führt seit 1. Dezember 89 die Geschäfte. Ministerpräsident Modrow hat Hans Benzin ein Angebot gemacht. Ich habe ihm gesagt, es kommt darauf an, was du willst. Dieses Fernsehen muss sich lösen aus der staatlichen Bevormundung. Dieses Fernsehen muss allen Leuten, die dort arbeiten, die Gelegenheit geben, zu zeigen, dass sie gute Journalisten, Künstler und so weiter sind. Und es muss die Möglichkeit haben, frei, aus freien Stücken, diese Umwälzung aktiv mitzugestalten. Und da hat er gesagt, mach das. Hans Benzin folgt mit seiner Biografie dem Auf und Ab einer Achterbahn. Anfang der 60er Jahre Kulturminister, stürzt er über das Kahlschlag-Plenum 1965, wird zum Verlagsleiter degradiert, bis ihn 1977 die Berufung zum Chef der Adlershofer Fernsehdramatik ereilt. Als solcher legt er in Gegenwartsfilmen auf Gegenwart Wert, rutscht wieder ab und bewährt sich fortan als Redakteur für Geschichtsreportagen. Benzin pocht als Generalintendant auf Verfassungstreue, Loyalität und Kompetenz der damals noch über 7.500 Mitarbeiter. Er übernimmt ein Fernsehen, das zum Tanz auf dem Vulkan geladen ist. Die alte Ordnung ist paralysiert oder verschwindet einfach. Zeiten des Vakuums. Sie entreißen den Boden unter den Füßen. Welches Land ist in Sicht? Zwei Stunden nach dem Sturm auf die Stasi-Zentrale in der Berliner Normannenstraße am 15. Januar 90 wird aus diesem Anlass eine Live-Diskussion in das Programm genommen. Adlershof sendet Aufrufe zu Besonnenheit und Toleranz. Nachrichten gibt es in kürzeren Abständen. Teams von 1199 mutieren zur schnellen Eingreiftruppe. Das geschieht, als das Wachregiment Felix Dzerzhinsky aus der Direkten in eine gefährliche Nachbarschaft überzuwechseln droht. Oder als die Häftlinge der Vollzugsanstalt Rassnitz bei Halle meutern, um eine sofortige Amnestie zu erzwingen. Da stehen Reporter, Kameramann und Beleuchter unfreiwillig und zwangsläufig mit beiden Beinen im Knast. Und die Leute draußen, die Angst haben, dass wir wiederkommen, egal ob wir hier 3 Jahre hinter uns haben oder ein Jahr oder ob wir das 4. Mal rauskommen, die müssten eigentlich sich im Klaren darüber sein, dass wir alle eine Ausbildung genossen haben in diesem Staat, die hat gekostet. Das wissen wir, sind alle irgendwo Steuerzahler, wie im Rahmen der Gesetze festgelegt. Das ist ganz normal. Aber wir wollen ja auch teilhaben an dieser Erneuerung der Wirtschaft. Wir wollen weiterleben und dazu müssen wir arbeiten gehen. Das ist eine Grundvoraussetzung, das weiß jeder. Sie wollen aber auch bestimmt nicht den Eindruck erwecken, dass man jetzt sagt, das sind altfeine Jungs, die sitzen alle zu Unrecht. Um Gottes Willen. Nee, niemals. Die wissen ja, warum sie hier sind. Bei Einschaltquoten bis zu 10% und mehr werden die Runden am runden Tisch bis zu den Wahlen vom 18. März Montag für Montag live übertragen. Adlershof laviert sich in erste Konflikte mit der erklärten Unabhängigkeit. Der runde Tisch stimmt mehrheitlich gegen Westtransplantationen im Wahlkampf, doch die Umarmung der großen Parteien mit ihren Ostvettern hat längst stattgefunden. Baut das Fernsehen seine Spiegel auf, stellen sich kaum Einheimische davor.
Die Zeit rast. Wenn der runde Tisch als Parlament der Wende übergangen wird, erhebt das Fernsehen den beklagten Zustand Achselzucken zur Normalität und hat die Wende schon hinter sich. Adlershof erfüllt seine Protokollantenpflicht mit peinlichster Akkuratesse. Per 18. März haben 22 Parteien 127 Wahlspots per Bildschirm absetzen können, von Torgrunden als Dauereinrichtung ganz zu schweigen. Der Palast der Republik wird noch nicht geschlossen, sondern mit der Welt verkabelt. Ein Marktplatz der Wahlsensationen, die keine ist. Das Podium der Sieger, die für den Augenblick der Wonne Unerbittlichkeiten des öffentlichen Gedächtnisses vergessen dürfen. Natürlich drückt sich in diesem Ergebnis eine wahnsinnig hohe Verantwortung und Erwartungshaltung unserer Menschen aus. Aber nicht nur eine Erwartung an uns, sondern auch eine Erwartung an die Bundesrepublik. Und da erwarten wir klare Antworten. Epilog des Bilderreigens. Adlershof besteht mit der Wahlberichterstattung eine Reifeprüfung in Demokratie just an dem Tage, der den Untergang dieses Fernsehens besiegeln wird. Im vereinten Deutschland wird die Welt der Medien neu verteilt. Die frisch gebackenen Koalitionäre wollen es wissen mit dem Regieren und leisten der DDR auf ihre alten Tage noch ein Medienministerium nebst Minister. Es ist ja unser gemeinsames Anliegen, dass eine Pluralität besteht. Es liegt ja dann hauptsächlich erstmal an uns, dass wir da ein stimmiges Konzept entwickeln. Der Medienminister Müller, der vorher eine Wochenpostille geleitet hatte, der Kirche in Eisenach, Glaube und Heimat, und sich in jedem Leitartikel damit auseinandergesetzt hatte, was die Kirche im Sozialismus wohl alles Gute machen könnte. Dieser Herr trat an mit der Bemerkung, er wolle eigentlich sein Amt abschaffen. Nun ist es ein merkwürdiger Widerspruch zu kommen und sagen, man will eigentlich gar nicht kommen, sondern gleich wieder gehen. Und ich habe damals bei der Begrüßung, die er da vornahm, ihm gesagt, er solle wissen, was hier für ein Instrument ist. Da sagte er, er wisse das und er verstände nichts davon. Nun gut. Gottfried Müller bricht auf zu einer Odyssee durch die wenig trittfeste Medienlandschaft. Pfadfinderqualitäten sind gefragt. Der Weg ist nichts, das Ziel alles. Nach einem reichlichen halben Jahr der Irrfahrt gibt's ein blumiges Finale. Heimkehr und Ankunft wieder in Thüringen. Der Stuhl des Landtagspräsidenten steht bereit. Wenn Sie es nur wollten, der Minister für Medien und sein Premier könnten ein Auskommen finden mit den seit Herbst 89 geschaffenen Tatsachen. Adlershof ist auf dem Weg zu einer öffentlich-rechtlichen Anstalt, verlernt alte Kniefälligkeiten. Generalintendant Benzin hat einen Werbevertrag unterschrieben, der den DFF bis Jahresende 91 bindet. Müllers Berater aus der CDU-Medienkommission in Bonn finden die Lösung des Problems. Sie ist brillant, genial, weil einfach. Adlershof wird wieder zum Staatsfernsehen befördert, denn ein Staatsfernsehen ist in der föderalen Demokratie der Bundesrepublik nicht verfassungskonform. Erster Akt. De Maizière entlässt den Generalintendanten Benzin und setzt das frühere NDPD-Mitglied, den vormaligen Theaterchef Gero Hammer, ein. Das ist dann gescheitert an dem Votum des Medienkontrollrates. Und insofern entstand schon ein gewisses Vakuum. Und das hat dann letztendlich zu der Berufung durch den Medienminister für meine Person geführt, wo ich gebeten worden bin, die Geschäfte hier weiterzuführen. Meine Annahme damals ist tatsächlich gewesen, es handelt sich um eine doch relativ kurze Übergangszeit, bis also ein neuer Kandidat dann dem Medienkontrollrat vorgeschlagen wird. Zudem ist es dann nicht mehr gekommen. Zweiter Akt. Ein Gesetz muss her. Rundfunküberleitungsgesetz soll es heißen. Allgemeiner Konsens. Das Fernsehen gehört in die Hoheit der Länder, die sich gerade bilden. Der Streitpunkt. Die Landesrundfunkdirektoren sollen vom Ministerpräsidenten berufen werden. Fernsehen in der DDR wieder unter Aufsicht einer Regierungspartei?
Demonstrativer kann Staatsnähe kaum sein. Der Medienausschuss der Volkskammer blockt energisch ab. Dritter Akt, die Notbremsung. Auf ihrer letzten Sitzung verhindert die Volkskammer, dass ein Ostdeutscher das Amt des Rundfunkbeauftragten übernimmt. Dann läuten die Glocken die letzte Runde ein. Nach dem Einigungsvertrag hat dieses Fernsehen eine Galgenfrist bis zum 31. Dezember 1991. Ein Gnadengesuch wäre an die 5 neuen Länder zu richten. Überschrift: Eine gemeinsame Mehrländeranstalt in Adlershof. Zu viel Stallgeruch aus dem Osten? Mark. Sind die Taschen leer, dann musst du her, geliebte D-Mark, Mark, D-Mark, Mark. Bravo! Just an jenem Sonntag, als die deutschen Ost ihr hart verdientes Weichgeld zum Kurs 2:1 in die märchenhaft klingende Münze D-Mark tauschen, schreibt Intendant Albrecht dem Ostfernsehen einen letzten Wechsel auf die Zukunft aus. An jenem 1. Juli legt sich der DFF in aller Stille redaktionell und finanziell autonome Landessender zu. Thüringen für Thüringen, Sachsen für Sachsen, etc., etc. Föderalisierung heißt der Donnerruf wackerer, oft selbsternannter Medienstrategen, wieder das zentralistisch geschimpfte Adlershof. Der Beweggrund ist gewesen, dass die Länderbildung für den September avisiert war, Landtagswahlen, dass aber die Länder als solche noch überhaupt nicht vorhanden waren. Es musste also in den föderalen Strukturen deutlich etwas getan werden, auch, ich sage einmal, zur demokratischen Neuorientierung der Bevölkerung. Also wer wird dann dort eigentlich gewählt? Insofern lasse ich mir auch den Vorwurf gefallen, durchaus dort etwas staatsnah gehandelt zu haben, indem durchaus als Argument gegolten hat, Politiker, die sich zu diesen demokratischen Wahlen in den Ländern stellen, auch eine Möglichkeit zu geben, ihre politischen und vor allem auch wirtschaftlichen Programme der Bevölkerung nahe zu bringen. Einen guten Abend, liebe Zuschauer. Die Nischen der Provinz, enthoben dem Berliner Schatten, bieten willigen Redakteuren mit viel Vergangenheit und einiger Zukunft neue Passformen für ein schwarz-rot-goldenes, grünes oder sonst wie gefasstes Herz. Manchem klingt der Tonfall sehr vertraut. In der Montagehalle des Zeiss-Kombinatsbetriebs für Mikroskope und wissenschaftlichen Gerätebau. Hier wird sonst am Wochenende nicht gearbeitet. Pünktlich 6 Uhr begann heute die Gerätemontage. Unsere Zielstellung ist es, am Sonnabend und Sonntag insgesamt im Kombinatsmaßstab eine zusätzliche Tagesleistung zu erreichen, um damit einen Teil der eingetretenen Rückstände bereits an diesem Wochenende abzubauen. Das Zeiss-Kombinat hat auch dafür gesorgt. Wer mag schon gern ein Geschichts- und Stabüllehrer oder ein Bezirkssprachrohr der aktuellen Kamera gewesen sein, wenn man nun ein Medienpolitiker auf Probe sein darf? Der DFF setzt seine gesamten Investitionen für das Jahr 1991 ein, um Studios in Rostock, Halle, Dresden, Gera, dazu Außenstellen in Schwerin, Potsdam, Erfurt und Suhl, auf den neuesten Stand zu bringen. Ein Kraftakt sondergleichen. Aus der täglichen Viertelstunde Landesprogramm im August werden bis zum Jahresende 91 5x40 Minuten, die doppelte, ja, dreifache Sendezeit des Regionalfernsehens in ARD-Breiten. In Adlershof setzt das große Rechnen ein. DFF 1 plus DFF 2 plus 5 Landessender? Zwei Vollprogramme und föderalisierte Fensterprogramme
Das hat auch das relativ große Finanzvolumen, was der DFF hatte und auch im 91er Jahr noch hatte, also bis hierher, eigentlich auch nicht vertragen. Das muss man ganz deutlich sagen. Zwei Vollprogramme, das ist eine Menge Holz, wie man unter Fernsehleuten sagt, das will programmlich untersetzt sein. Bis zum heutigen Tag ist der DFF eine finanziell stabile Sendeanstalt. Seine Einnahmen liegen knapp über denen des Westdeutschen Rundfunks, der größten ARD-Station. Aber im Herbst 1990 muss im Vergleich dazu das Doppelte an Programm geleistet werden, mehr als 30 Sendestunden pro Tag. Eine Grenze ist erreicht. Ein O als Kreis, die 3 als Dreieck. Die zweite Rate des Albrechtschen Wechsels auf die Zukunft heißt, intern, O3. Wie wäre es, fragen sich die vernünftig-unvernünftigen Erfinder im DFF, wenn die 5 neuen Bundesländer Finanzen und Kultur zusammen und politischen Einfluss fernhielten, wenn sie neben der Landeshoheit in Sachen Medien ein gemeinsames Programm ins Auge fassen wollten, ein gemeinsames drittes Programm nach ARD-Verständnis. Man hat die gleiche Geschichte, ähnliche Probleme, das Wort Befindlichkeit grassiert. Wie sinnvoll und preiswert wäre es doch, meine naive Programmmacher, die neuen Bundesländer bedienten sich gemeinsam eines komplett ausgebauten, intakten Medienstandortes, statt Milliarden für neue Studios auf die grüne Wiese oder teuren Baugrund zu setzen. Schließlich gehört Adlershof niemandem sonst als den ostdeutschen Ländern, nur dass die es nicht wahrhaben wollen. Gras wachse über solches Erbe. Die Container stehen bereit. Gras wachse über solches Erbe. Ein O als Kreis, die 3 als Dreieck. Dennoch wird es kein O3 geben. Die neue Sorte Ostfernsehen kommt nicht zustande. Albrechts Wechsel hat keine politische Deckung. An sturer Kompromisslosigkeit beim DFF liegt es nicht. ARD und ZDF erhalten ab Dezember 1990 eigene Frequenzen im Osten und können so auch ins letzte Tal der ahnungslosen Neubundesbürger strahlen. Danach sind alle Programme, bis auf das des DFF, bundesweit zu empfangen. Wie schön. Zur gleichen Zeit rollt in Adlershof eine Kündigungswelle. Das Personal wird auf den Bedarf des möglichen Alternativprogramms reduziert. Über 1000 Mitarbeiter werden zum Jahresende 90 entlassen. Auch zählebigen Ehemaligen kann nun formalrechtlich gekündigt werden, ohne dass Arbeitsgerichte auf Wiedereinstellung befinden. Einst federführende Größen holen ihre Papiere. Das lindert die schmerzvolle Erfahrung einer in deutschen Medien nie gekannten Massenkündigung ein wenig. Am 14. Dezember 90 gegen 22.20 Uhr versinkt die aktuelle Kamera. Das war's. Länderkette. Man sagt, der wenig einfallsreiche Name des letzten Programms für Ostdeutschland wurde in einem internen Preisausschreiben unter den Beratern des soeben eingetroffenen Rundfunkbeauftragten ermittelt. Der glückliche Gewinner. Ein ehemaliger Regierungssprecher soll mit 500 Mark belohnt worden sein. Kettenfernsehen, ulken die Mitarbeiter und geben sich eine Vierteljahresfrist, bis ein als Profi angekündigter Bayer namens Mühlfenzel sie und die Angelegenheit DFF aus der Welt geschafft haben wird. Es dauert länger. Aber das ist eine andere Geschichte. Mühlfenzel Rudolf Heribert heißt der Mann, der im Oktober 1990 das Amt des Rundfunkbeauftragten antritt. 71 Jahre alt, Bayer von Geburt und Bayer aus Überzeugung, ein Mann vom rechten Schrot und Korn.
Als mich dann im Jahr 1990 der berühmt gewordene Anruf eines nicht genannten Politikers erreicht hat, der nicht bei der CSU ist, und ich gefragt worden bin, sind Sie denn bereit, dieses neu geschaffene Amt des Rundfunkbeauftragten gemäß Artikel 36 im Einigungsvertrag zu übernehmen? Da habe ich gesagt, ja, ich bin dazu bereit. Im Übrigen können Sie diesem Posten ja ohnehin nur jemand anbieten wie mir. Jemand, der nichts mehr werden will, weil er danach nichts mehr werden kann, weil er heute nur noch Gegner hat und keine Freunde hat. Und zweitens jemand, der so viel Prügel bezogen hat, dass die Prügel zur Gewohnheit geworden sind. Und dieser Rudolf Mühlfelser sitzt jetzt vor Ihnen als der Rundfunkbeauftragte. Der Rundfunkbeauftragte kam eigentlich mit dem Einigungsvertrag und mit einem sehr klaren Auftrag. Dieser Auftrag hieß Überführung oder und Auflösung, je nachdem, wie man es formuliert. Diesem Ziel ist der Rundfunkbeauftragte mit großer Vehemenz, dieses Ziel hat er verfolgt. Da ist er eigentlich gekommen, ist angetreten und hat es versucht, wie man so schön sagt, durchzuziehen. Aber wenn das Gesetz so ist, wie es da drin steht, und so, wie es die Interpreten alle auch kommentiert haben, die sich ernsthaft mit der konkreten Situation befasst haben, muss ich mich daran halten. Ich weiß es, was es heißt. Und darum kümmere ich mich drum. Nicht als Wichtigtuerei, Herr Oxford, sondern weil ich mir eine Pflicht halte, mich darum zu kümmern, wegen der Arbeitsplätze der Kollegen, die hier sitzen. Sie können da gern lachen. Können Sie mir verraten, was ich sonst dabei denken soll? Eben nicht. Das zum ständigen Winkelement des Rundfunkbeauftragten erhobene Gesetz heißt Artikel 36 des Einigungsvertrages. Es wird von den Vollstreckern verstanden, wie es gemeint, aber nicht unbedingt auf einen ersten Blick zu lesen ist. Überführung kleingeschrieben, Auflösung groß. Auflösung von Hörfunk und Fernsehen, die aus der ungeliebten Erbmasse der DDR kommen. Die Fernsehmacher trotzen mit dem Mut der Verzweiflung, der scheinbar unaufhaltsamen Abwicklungsmaschinerie. Drei Kündigungswellen brannten gegen Adlershof im März, Juni und die letzte für die letzten im September. Dennoch, dem Programm der Länderkette ist Endzeitstimmung nicht anzumerken. Staatsfern gegen biedere und brave Berichterstattung ist Klartext dem auf der Spur, womit niemand sonst in der Gesellschaft zu tun haben will. Wo unter den Teppich gekehrt wird, was unter die Leute gehört. Prisma. Gründlich, bissig, aktuell. Das ist unser Anspruch. Knapp und aktuell. Informationen aus Deutschland, aus Europa, aus aller Welt. Ich glaube schon, dass es eigentlich gelungen ist, die Sendeanstalt erstens bis wirklich zum 31.12., solange ihr Auftrag formuliert war, doch stabil zu erhalten, die Programmleistungen den Zuschauern anzubieten. Insofern wieder diese dienende Funktion der Sendeanstalt. Das glaube ich schon, dass es auch gelungen ist, den Programmmitarbeitern, und zwar unter jenem Gesichtspunkt, für den ich angetreten bin, auch 89, ihnen nämlich auch eine nicht nur nach außen hin Pressefreiheit zu dokumentieren, sondern auch eine innere Pressefreiheit in der Sendeanstalt zu etablieren, dass das durchaus gelungen ist bis zum heutigen Tag.
Guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen zum Abendjournal. Ja, das sollte eigentlich ein Lied werden vom himmelblauen Trabant, aber dann sehen Sie ihn zur Hälfte wenigstens hier. Ich werde aber den Platz jetzt räumen für Jürgen Heise. Er ist eigentlich live jetzt in Zwickau am Sachsenringwerk. Mein Ruf dorthin, Jürgen, was habt ihr denn fürs Abendjournal vorbereitet? Ja, ich möchte jetzt mal sagen, das ist er mit der Startnummer, jetzt müssen wir drauf schauen, 3.096.099, gerade mal wenige Stunden alt. Ob nun der letzte Trabant, der letzte Wartburg oder der letzte Flug der Interflug, das Ostfernsehen kommt von einem zum nächsten letzten Mal. Das eigene Ende vor Augen bleibt es über den Vorwurf von Lamoyanz erhaben. Es ist für seine Zuschauer da, für Betroffene und solche, die es betrifft. We have main engine start. 3, 2, 1. SRB ignition and liftoff. Liftoff of STS-29 as Discovery clears the tower. All Roger, roll, Discovery. Neben Prisma findet vor allem das Umweltmagazin Ozon beachtliche Zuschauerresonanz. Eilfertige Erklärungen bleiben ausgespart. Stattdessen nüchtern und nachhaltig wird der Zustand einer Welt beschrieben, die sich selbst in Frage zu stellen droht. Die Journalisten verhehlen nicht, dass sie sich unangepasstem Bürgersinn verpflichtet fühlen, wie er dem Traum schwerter Zugflugscharen entsprang. Die Erde an ihrer Belastungsgrenze. Was wird, wenn das Öl noch Jahre brennt? Woher kommt Hoffnung für die Erde? Das waren heute Nacht seit 0.36 Uhr Augenblicke, Stunden, die tief betroffen und ich glaube auch beklommen machen. Was viele noch für vermeidbar hielten, was vor allem durch die diplomatischen Bemühungen bis buchstäblich in die letzten Stunden und die letzten Minuten hinein nicht stattfinden sollte, ist nun eingetreten. Nur ein Rest des einstigen Korrespondentennetzes ist geblieben. Adlershof kann keinen Medientross mehr in die Welt schicken, um das Geschehen am Golf ins Fernsehzimmer zu bringen. Die Töne sind leiser, nicht weniger hörbar. Ein Krieg in der dritten Welt, ein Krieg, der ein Gewissen herausfordert, das fast ohne Lobby in den Medien ist. Es ist für mich die traurigste Nachricht seit langem. Gorbatschow ist entmachtet. Das macht Angst. Guten Abend, meine Damen und Herren, zur Sondersendung.
der folgenschwere 19. August 1991 in Moskau. Adlershof weigert sich, Schlagzeilen als vollendete Tatsachen zu vermelden. Ich saß in der Pressekonferenz bei Helmut Kohl und dachte, wäre es nicht möglich gewesen, zumindest daran zu erinnern, dass in Moskau und in Leningrad Leute auf die Straße gegangen sind? Wäre es nicht möglich gewesen, leise Zweifel zu haben an der Rechtmäßigkeit des Vorgehens der neuen Machthaber bei diesem Staatsstreich, Umsturz in Moskau? All dies ist nicht geschehen, lassen Sie mich diesen Einsatz noch anhängen, all dies ist nicht geschehen und ich nehme also daraus ableitend an, es geht offensichtlich nicht. Wahrscheinlich ist das politische Parkett im Gespräch mit einer Supermacht im Umsturz so glatt, dass man diese großen Rücksichten nehmen muss. Aber emotional habe ich schon gedacht, das käme ein bisschen mehr als nur diese doch etwas sehr pragmatischen Worte. Aufgrund des Einigungsvertrages müssen wir jeden Mitarbeiter zum 31.12. kündigen, da zu diesem Zeitpunkt die Einrichtung ohne Wenn und Aber aufgelöst ist. Wohlgemerkt nicht aufgelöst wird, sondern aufgelöst ist. Gehen Sie bitte nicht davon aus, dass irgendeines der neuen Bundesländer einen zusammengefassten Staatsruf von Frontalien weiterführen möchte. Kein Land will das. Siegfried, gut gemickt. Für die Jungen sind wieder da, da unten die mit dem Glatzen. Du, alleine fragst ich mich immer, aber zusammen, da guckt man doch richtig gerne hin. Ja. Was ist ein Tatort im Fernsehen gegen ein echtes Asylantenheim vor dem Fenster? Ich sage dir, wenn die ganzen Ausländer erstmal wieder raus sind aus Deutschland, dann kannst du sagen, du bist dabei gewesen. Du, das ist wie mit der Wende. Die haben wir auch von Fenster aus genau beobachtet. Erst hinter der Gardine. Aber nachher sogar bei offenen Fenster. Kein Land will das. Wir schaffen es nur, wenn wir auf die Straße gehen und das können Montagsdemonstrationen sein. Aber ich denke, es muss eigentlich auch so etwas wie ein Marsch auf Bonn sein. Es kann nicht angehen, dass wir hinter dem Rhein überhaupt nichts mitkriegen von dem, was hier passiert. Die Distanz ist so unglaublich. Ja. Die ersten Reaktionen in Köln-Bonn waren, wir ziehen die Brücken hoch, als die ersten Ossis rüberkamen und die Trabis überhaupt nur noch gar nicht in Sicht waren. Es ist die einzige Chance, dass sich wirklich viele auf einen Marsch nach Bonn machen, damit es einfach dort auch mal sichtbar und spürbar wird. Kein Land will das. Wollen Sie noch mehr von Ihrem Fernsehspiel? Sagen Sie ja, leben Sie länger. Ja, jetzt noch erscheinen. Also, ich wollte eigentlich nur sagen, es hat mich außerordentlich gefreut, dass hier mal die Worte Rechtsempfinden und Gewissen gefallen sind. Ich meine, nicht einfach so als schmückendes Beiwerk, sondern ich freue mich einfach. Sie haben eigentlich in meinen Augen bewiesen, dass es in jeder Situation Menschen gibt, die also fähig sind, Entscheidungen zu treffen, die eben richtig sind, die sich ihr Gewissen nicht nehmen lassen, die sich nicht irritieren lassen von irgendwelchen Situationen oder Manipulationen. Sie haben einfach wie ein normaler Mensch gehandelt. Da ist Ihnen einer abgegangen, Daniels, was? Bestehst du auf einem formellen Urteil? Am 4. November 1989 sind Sie, Steffi Spira, durch eine kurze Rede, berühmter noch im Land geworden,
als sie es je vorher gewesen waren. Auf einer Kundgebung auf dem Berliner Alexanderplatz, zu dem Künstler aufgerufen hatten, um für eine erneuerte DDR zu demonstrieren, Hunderttausende kamen, sagten sie unter anderem, und das Fernsehen übertrug die ganze Veranstaltung live, ich zitiere, ich wünsche für meine Urenkel, dass sie aufwachsen ohne Fahnenappell, ohne Staatsbürgerkunde und dass keine Blauhemden mit Fackeln an den hohen Herren vorübergehen. Ende des Zitats. 5 Tage später fiel die Mauer. Seither haben Sie ein paar bittere Bemerkungen über die Deutschen gemacht. Ja. Sie haben gesagt, dem Sinne nach, die Deutschen sind ein Volk ohne jeden revolutionären Geist. Nun berühmen sich die Deutschen in ihrer Mehrheit aber gerade derzeit ihrer friedlichen Revolution in Leipzig und anderswo. Worauf basiert Ihr Vorwurf gegen die Landsleute? Ich will Ihnen sagen, es richtet sich nicht gegen die vielen Menschen, die in Leipzig waren. Es richtet sich nicht gegen die Menschen, die auf der Demonstration am Alexanderplatz waren. Es richtet sich viel mehr gegen die Menschen, die immer sagen, also dafür kann ich nicht sagen, da, wisst ihr, der hat mir gesagt, oder der war da und der, ich nicht. Ich bin nicht so, ja. Also diese entsetzliche Angst, selbstständig Verantwortung zu übernehmen. Das gibt es in keinem Land in diesem Ausmaß wie in Deutschland. Wir haben mit der Kenntnis der Bevölkerung ihrer Probleme und der Vorgänge in unserem Lande sehr wohl schätzen gelernt, was demokratische Freiheit heißt. Und diesen Geist wollten wir und haben wir verbreitet. Wenn heute ein Westjournalist hierher kommt und ich sehe diese Reportage, muss ich immer sagen, der weiß nicht genau, wovon er spricht. Das ist dieses, was man bei uns Überstülpen nennt. Natürlich ist das eine nicht gerade fördernde Situation, wenn jemand also vor dem teilweise auch Beruflichen aussteht. Das regt nicht gerade an, kreativ und schöpferisch tätig zu sein. Ich sag mal, dennoch haben eigentlich viele Kollegen hier es doch genutzt, diese Zeit. Und sie sagen ja selbst, es hatte schon etwas. Inspirierende Eingriffe in das laufende Geschäft bleiben dem Münchner versagt. Als er sein Amt antritt, haben die ostdeutschen Rundfunkprofis Albrecht und Singelstein das Steuer längst herumgerissen. Fernsehen und Hörfunk befinden sich auf dem Weg zu Anstalten des öffentlichen Rechts hin zu föderalen Strukturen. De facto bleibt für den Medienprofi Mühlfenzel nur die Rolle des zu spät gekommenen Helden. Meine Aktenlage stimmt. Hoffentlich die auch aller anderen Beteiligten. Erstens. Ja, auch andere Beteiligten. Ich sage es deswegen, weil natürlich alle Menschen darüber schreiben und natürlich gedankenlos werden, Kommentare dazu machen. Und ich kann nur sagen, ich kann beurteilen, was ich gemacht habe. Europäische Fernsehgeschichte lässt sich nicht nach Jahrhunderten messen. Als Adlershof Ende 1952 fast zögernd zu senden beginnt, bedeutet das Platz 5 unter den Fernsehpionieren des Kontinents. Erste Programme strahlt die BBC in London bereits 1929 aus, gefolgt von Sendern in Frankreich und Deutschland, bis der Zweite Weltkrieg alles jäh unterbricht. Für die bisherigen Kapitel der Geschichte des Fernsehens ist das, was nun mit dem deutschen Fernsehfunk geschieht, ein einmaliger Vorgang. Der Abgang einer Fernsehanstalt, die nun ausgesorgt haben soll. Ein politischer Platzverweis, bei dem jeder Versuch des Widerstandes nicht einmal die Chance kulturvoller Behandlung erwarten durfte.
Am 9. Dezember kommt das Arbeitsamt. Das vereinfacht das Verfahren bei der Massenentlassung. Eine der Angestellten der krisenfesten Behörde riskiert noch eine Meinung, die sie im Dienst oder vor laufender Kamera schon nicht mehr haben darf. Hier in diesem Betrieb ist es für mich persönlich sehr schwierig zu arbeiten, weil es für mich auch mit diesem Betrieb ein Stück Identität an sich verloren geht. Ich hoffe eigentlich bis zur letzten Stunde, dass es möglicherweise noch eine andere Lösung geben wird und dass die vielen, vielen Menschen, die sich heute nun arbeitslos melden, möglicherweise auch in diesem Hause eine Weiterbeschäftigung erfahren könnten. Hoffnung, ein schönes Wort. Nur in diesem Fall wäre es Selbstbetrug. Das Ostfernsehen erfährt seine letzten Tage wie einer, der sich lebendig zur letzten Ruhe bettet. Ist keine Schraubenfabrik, wo man die Stanze ausmacht und dann ist es gewesen, sondern es ist ein Unternehmen, was sehr viel kreative Kraft in sich birgt und birgen muss, sonst kann es nicht arbeiten. Und es geht im Wesentlichen um das, was Programmmitarbeiter jeden Tag leisten. Das kann sich nicht abschalten lassen mit einem Hebel, indem man einen Hebel umlegt. Was wird bleiben? Ein Gutstück auch deutscher Fernsehentwicklung. Ich mag das Wort Fernsehen so sehr, weil Fernsehen nämlich aus dieser Region hier kommt. Es ist nämlich hier erfunden worden. Es wurde in dieser Sendeanstalt, und das ist sicherlich speziell hier in dieser, sehr viel Programm produziert. Es ist sehr viel Kulturelles. Kulturelle Werte sind hier geschaffen worden im Sinne von Film, von Sendung, von Programm. Das wird bleiben. Das wird vielleicht, wenn man mal ein klein wenig Abstand hat, vielleicht in 2, 3 Jahren, wo der Blick dann etwas klarer wird wieder, wo man das eigentlich erst richtig begreifen wird.